Liebe Buxtehuderinnen und Buxtehuder, vielleicht hatten Sie gestern Abend die Gelegenheit, auf YouTube live dabei zu sein, als wir hier in Buxtehude die neue Preisträgerin des 49. Buxtehuder Bullen ermittelt haben. Das ist das gute Stück, unser Buxtehuder Bulle, ein renommierter Jugendliteraturpreis, der jedem Jahr von uns verliehen wird. Und zwar verliehen wird durch eine Jury, und das ist das Besondere, die sich zusammensetzt aus 11 Jugendlichen und 11 Erwachsenen. Sie haben in den letzten Wochen und Monaten ganz eifrig gelesen und gelesen und bewertet und haben am Ende ihre Punkte vergeben. Und Sieger, und in diesem Jahr ist es eine Siegerin, Siegerbuch ist dieses Buch 8 Wochen Wüste, 8 Wochen Wüste von Wendelin van Dranen. Offensichtlich waren die Jugendlichen so sehr davon begeistert, dass sie ihr insgesamt 65 Punkte gegeben haben. Die Erwachsenen haben es mit 35 Punkte quotiert, sodass wir mit 100 Punkten einen deutlichen Vorsprung zum Zweitplatzierten hatten. Dieses Siegerbuch beinhaltet eine Geschichte eines jungen Mädchens, die in ein Erziehungslager kommt. Und vielleicht ist es gerade eine spannende Geschichte, die Jugendliche bewegt. Ja. Die Preisträgerin kommt nun nicht unbedingt aus der Nähe, sondern die Preisträgerin kommt aus den USA. Und insofern müssen wir uns jetzt dran machen, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Sie hat es schon gestern live mitverfolgt. Sie hat sich riesig gefreut und deshalb von mir hier aus Buxtehude, liebe Wendelin, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir ganz persönlich an dieser Stelle. Wir und ich, wir würden uns hier in Buxtehude freuen, diesen Preis, unseren Buxtehuder Bullen, ganz persönlich an Sie zu übergeben. Ja, da sind wir der Hoffnung, in der Hoffnung, dass es klappt. Wir wissen es nicht, aber wir denken, es ist besser, das nicht nur digital zu machen, sondern auch analog quasi mit Ihnen richtig hier zu feiern. Und Sie, liebe Buxtehuderinnen und Buxtehuder, können jetzt dieses Buch lesen, wenn Sie es nicht schon getan haben. Es ist spannend, es ist eine auffordernde Geschichte der Protagonistin und es ist sicherlich auch eine Geschichte, die bewegt. Also lesen Sie, lesen führt uns immer weiter. Und bleiben Sie dem Buxtehuder Bullen treu, den 49. jedenfalls können wir insofern alles Gute wünschen auf der Reise in die USA.